Am letzten Tag des Real Madrid Trainingscamps im Roten Turm gab es dann die große Abschlussfeier. Jeder Teilnehmer am Camp bekam sein persönliches Scorecard mit einer Analyse seiner Stärken und Schwächen. Alle Kinder haben das Training erfolgreich abgeschlossen. Die Besten kommen ins Regionalfinale und schaffen es vielleicht auch weiter ins Greta Camp im Stadion Santiago Bernabeu in Madrid. Eine sehr erfolgreiche Veranstaltung des ASK Roten Turm, die nächstes Jahr wiederholt wird. Eine lange Woche liegt hinter uns, wir haben es fast geschafft, eine sehr, sehr heiße Woche liegt hinter uns. Als allererstes möchte ich sagen, die Kids waren wahnsinnig tapfer und ich glaube, das hat sich einen riesen Applaus verdient. Wir haben vieles hinter uns, wir haben Kopfschmerzen hinter uns, wir haben Blasen hinter uns, wir haben Wespenstiche hinter uns, wir haben eine blutende Nase hinter uns. Nichtsdestotrotz wart ihr alle super tapfer, habt durchgehalten bis zum letzten Tag, echt toll. Bevor wir jetzt zum offiziellen Teil kommen, möchte ich euch noch was mitteilen. Ich habe gestern mit Real Madrid telefoniert. Wir haben die Zusage, dass wir das im nächsten Jahr wieder machen, das Camp. So, wie der Gerhard gesagt hat, das war jetzt eine ganze Woche Real Madrid Fußballschule. 5 Tage, 30 Stunden, also schon wie die Profis trainiert. Und ja, haben wir schon gemacht, aber ich bitte nochmal einen riesen Applaus für die Kinder. Dann haben wir mittags richtig lecker gegessen, oder Kinder? Ja! Ja, und das kam nicht vom Himmel, ne? Sondern es hat jemand gemacht, ne? Das Catering. Und ja, ich möchte mich auch herzlich bei dem bedanken, war alles super lecker, war auch gesund, ja? Oder nicht, Kinder? Ja! Habt die Eltern gemerkt? War gesund, ne? Könnt ihr jetzt zu Hause auch gesund essen machen? Ja, haben die heute auch Fisch gegessen? Ganz wichtig, okay? Also ja, ich bedanke mich ganz auch viel an den Caterer. Das klasse dir. Danke dir. Danke dir. Gut, dann ja, wollte ich mich einen großen Dankeschön von uns vier Trainer an den Verein, ja. Ihr kriegt, bitte, Mike, Gerhard, kriegt von uns. So. Ein Poloshirt von uns unterschrieben, ja. Vielen, vielen Dank danke, für alles. Danke, Ruben. Habt ihr uns danke, super behandelt, ja. Dankeschön. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zur Urkunde und Scorecard-Übergabe, ja. Das ist die Scorecard, da sind verschiedene Werte drauf. Jetzt Info für alle. Ihr werdet viele 5 und 6 sehen, ja. Es ist nicht schlecht. Okay, schlecht ist 1 und 2, nicht 5 und 6. Wir dürfen 9 und 10 nicht rausschreiben, weil das ist Weltklasse. Das sind GPS-Nummerwerte, dürfen 9 und 10 sein. Da gibt es schon ein paar, also schon richtig physische Kinder. Ne? Aber ja, was alles an Shots oder Skills oder ja, allgemein ist, gibt es nur von 5 bis, ja, von 1 bis 8, Entschuldigung, wo 5 schon richtig gut ist. 7, 8 ist natürlich von den Besten. Ja, dann bitte ich auch einen riesen Applaus für die Kinder, die, die, ne, warte. Roman, ruhig. Okay, weil, also wenn, für jedes Kind, den wir aufrufen, weil die haben es auch verdient, die haben die ganze Woche super mitgemacht und ja, ich glaube, jedes Kind hat es auch einzeln verdient. Dann bitte Kinder, den Namen, den wir aufrufen, hier vorbei, an alle klatschen, Sachen mitnehmen und dann wieder hinsetzen, okay? Gerhard Markus. Dann bitte ich um einen riesen Applaus für Paula Johanna Arendt. Paula. Maximilian Balico. Abklatschen. Nicht nachlassen. Paula. Komm. Lukas Bauer. Komm, Karl. So, ich möchte mich auch ganz, ganz viel bedanken beim Carlas. Applaus für Carlas. Auch vielen Dank für Udi.
Vielen Dank für Paul. Und vielen Dank, Ruben. Komm. Vor allem möchte ich mich bedanken bei den Helfern, beim Korl, beim Edith, beim Günther Gestalozzi. Danke auch an alle Helfer, die uns diese Woche in der Kantine rund um den Platz beim Nähen und Instandhalten geholfen haben. Dankeschön. Danke, danke. Natürlich ist es für uns nicht alltäglich, dass wir uns hier mit vier Spaniern messen dürfen. Wir haben uns gedacht, wir werden Ihnen ein Stück aus dem Burgenland mitgeben. Ein kleines Dankeschön an Ruben noch, Paul, Carlos und Uri. Wir haben uns gedacht, ein Kürbiskernöl, was Gesundes. Und gestern waren wir noch im Koi Abendessen und haben einen Udler-Spritzer getrunken. Es hat einen geschmeckt. Haben wir gesagt, okay, wir nehmen noch eine Flasche Udler mit dazu. Ja, gehen wir normalerweise zwei Preise rüber, okay? Aber für ein spezielles Camp muss man auch spezielle Sachen haben. Ne? Wir haben extra mitgebracht ein Trikot von Toni Kroos und Navas unterschrieben, okay? Den werden wir auch jetzt verlosen. Da drin sind alle Namen von den Kindern, okay? Franziska? Ist bei dir auch? Dann, der Trikot geht an Nico Pelzmann. Nico, du bist der glückliche Gewinner von dem T-Shirt. Was sagst du, wie gefällt dir das? Gut. Wirst du T-Shirt tragen? Nein. Waschen? Nein. Sondern? Irgendwo hinhängen. Und immer drauf schauen? Und immer drauf schauen? Nächstes Jahr wieder Camp, machst du wieder mit? Ja. Und was du jetzt, wie hat dir jetzt gefallen? Gut, für das, dass ich das erste Mal dabei war. Es war zwar ein bisschen anstrengend, aber es war super. Dann kommen wir zu unseren Preisen. Wir haben zwei verschiedene Preise. Einer ist der sogenannte Best Team Player, der menschlich eine Kanone ist, ne, der sich die ganze Woche bestens benommen hat, mitgeholfen hat, beim Mittagessen auch brav war. Also einfach menschlich eine Kanone ist. Und dann haben wir auch zwei beste Spieler, kommt weiter. Die sind sozusagen das Kid des Camps. Einer wird hier heute genannt, der andere kriegt dann nächste Woche eine E-Mail. Okay, wir möchten auch jetzt nicht hier drei Kinder nach vorne bringen und alle anderen gehen als Verlierer nach Hause. Ne? Die haben alle super mitgemacht und das verdienen auch, dass die alle auch glücklich nach Hause gehen und mit Hoffnung, haben wir auch den Kindern gesagt. Dann geben wir zuerst das beste Teamplayer. Wir waren uns auch ganz schnell einig. Die haben sich alle super benommen, muss man sagen. Aber dieser Spieler oder Spielerin hat sich am besten benommen, hat auch viel geholfen und wir bitten um einen Riesenapplaus für Victoria Guga. Ja, ich kann die Klasse da nehmen. Dann haben wir unser Kit des Camps. Die besten Spieler kommen dann zum Tryout. Hier in Österreich und in der Schweiz ist in München. Da machen die ein Tagescamp in der Adidas Space. Ist auch eine Riesensache. Dann kommen die Besten vom Tryout. Die besten 10 ungefähr. Die gehen dann mit nach Madrid. Da dürfen die bei der Jungakademie trainieren, dürfen beim Bernabeu spielen, dürfen auch die Profis kennenlernen. Okay, und wir haben uns auch fast einverstanden mit dem Kid des Camps hier und der ist Fabian Kotucek. Fabian Kotucek!
Klatschen in der Mitte warten. So, ja. Und dann möchte ich auch nochmal bei euch bedanken und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr nochmal. Vielen Dank. Liebe Eltern, kennt ihr eure Kinder? So brav, wirklich wahr, ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht von euch Kinder. Nicht Kinder, Fußballerinnen und Fußballer. Hat euch die Wochen da gefallen? Ja! Und wie waren die Trainer? Gut! Ja, die waren, was waren die? Spitze! Ja, und nicht nur unsere spanischen Trainer, auch unsere Trainer von Rotenturm. Liebe Eltern, Dankeschön, dass ihr die Möglichkeit macht, dass eure Kinder an dem Training hier teilnehmen haben dürfen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man sich um die Kinder kümmert. Sport ist etwas ganz Einmaliges, denn man lernt miteinander, man lernt gewinnen, man lernt verlieren und in der Gemeinschaft. Und ich muss euch sagen, am Montag, wenn ihr da gewesen seid, zum Mittag, ich war überrascht. Der Paul hat mir einmal gesagt, wenn ihr fertig seid, ihr nehmt die Teller, tragt sie zurück. Nur einmal alle Kinder den Teller genommen, ausgeputzt, weggeräumt, Besteck und wieder niedergesetzt. Ich weiß nicht, ob sie es zu Hause machen, so einfach. Ihr wart spitze. Nein, wirklich, wahr. Danke natürlich auch an die Organisation von uns, weil einige von uns haben sich ja extra Urlaub genommen, dass sie mit euch trainieren können. Danke, danke unseren Trainern, wirklich sehr gut. Liebe Spanier, ich kann nicht viel Spanisch, ich muss sagen, ihr wart spitze, wenn man euch zuschaut. Die Liebe zu den Kindern, wie die euch in den Griff gehabt haben und wie die da jetzt sitzen. Ja? Dankeschön. Natürlich habe ich ein bisschen was Spanisch gelernt. Muchas gracias. Hasta el próximo año. Dos mil diez nueve. Das heißt, Dankeschön. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr. Und nehmt eure Kinder, freut euch. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Wir freuen uns. Es ist schön, mit Kindern zu arbeiten, mit euch. Kommt's gut nach Hause. Und wer morgen Zeit hat, morgen spielt Rotenturm die erste ein Cup gegen Binkerfeld. Das muss man natürlich Werbung in eigener Sache, wer Zeit hat. Kommt zuschauen. Kommt's gut nach Hause. Baba, auf Wiedersehen. Bei der Abschlussfeier war auch der Landtagsabgeordnete Markus Wiesler zu Gast. Herr Landtagsabgeordnete, Sie haben heute gesehen, die Kämpfe von den Kindern mit den internationalen Trainern. Wie wichtig ist das für die Kinder? Na, vorweg einmal, glaube ich, möchte ich sagen, so hitzig und heiß, wie die Temperaturen diese Woche sind, so hitzig und heiß waren die Kinder auf das Trainingscamp, so heiß haben sie sich darauf gefreut. Wichtig, internationale Erfahrungen sind im ganzen Leben immer wichtig und ich glaube so auch im Fußball. Nachwuchsarbeit ist generell wichtig. Ich glaube, es ist die schönste Arbeit, die wichtigste, aber auch die schwierigste. Schön, weil man mit den Kindern zusammenarbeiten kann. Schwierig natürlich, weil der Nachwuchs fehlt. Aber die wichtigste Arbeit, eben, dass man die Vereine weiter fortführen kann. Deswegen ist die Nachwuchsarbeit eine sehr schöne, wichtige, aber schwierige Arbeit. Haben Sie jemals so brave Kinder gesehen? Ich war selber 5 Jahre Nachwuchstrainer, meine war nicht so brav. Man sieht die Erfahrungswerte der internationalen Trainer, wie brav das Kind sein können. Herr Präsident, Rotenturm hat das gebracht, Camp ist zu Ende. Viele haben Sie Urlaub genommen, dass die Kinder gut betreut sind. Wie sehen Sie das? Ich sehe das wirklich mit einem lachenden Auge und innerlich so eine Ansporn, dass sich die Menschen für uns und die Trainer sich so viele Kinder einsetzen. Und der Erfolg hat es heute gezeigt zum Schluss. Die Kinder sind begeistert und alle wollen wieder nächstes Jahr kommen. Und damit muss man sagen, dieser Einsatz für Kinder ist wichtig. Es ist auch fürs Leben wichtig, dass man den Kindern Wege vorgibt, Zeit vorgibt, was sie vielleicht etwas machen können. Nächstes Jahr wird wieder Camp finden statt.
Nächstes Jahr haben wir schon bestellt, wir haben noch nicht den genauen Termin, aber wir haben schon fixiert, dass die Trainer wieder kommen, dass Spanien wieder in den Roten Turm trainiert. Da kann man nur alles Gute wünschen. Dankeschön, Dankeschön, bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr.